Deswegen, ich weiß, dass da was über die Autobahn geht, aber ich glaube, es hat auch Höhenmeter, ne? Ja. Deswegen habe ich mal mit 2,50 gerechnet, was, denke ich, auch realistisch ist, oder? Meinst du? Ja. Ja, gucken wir einfach mal. Zehn, Also zehn. so von der Zeit her mit einer Verpflegung von 90 Gramm, die du reinführst. Du darfst an den Bergen auch ein bisschen mehr, aber bitte nicht übertreiben. Ja, der Berg ist nicht mein Problem, Hine. Beim Laufen mit einer 5,15er Pace. Und Hey, cool. genau, Dann vielen cool. Dank und Sehr gerne. dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag und dann hören wir uns einfach die Tage nochmal irgendwie Das irgendwann. machen wir. Dir auch einen schönen Sonntag noch. Danke dir, mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, also von der Race Week in die nächste Race Week oder vom Race in die nächste Race Week. Eine sehr taffe Woche aus mehreren Gründen, weil es ist kurze Woche, es ist hier Feiertag in Baden-Württemberg am Donnerstag und Brückentag am Freitag. Das heißt, die Woche hat irgendwie nur 3 Tage, was es die Woche unheimlich voll macht. Und ich habe 3 wirklich taffe, volle und anspruchsvolle Tage in der Arbeit, was jetzt zum Beispiel gestern schon dazu geführt hat, dass ich mein Schwimmen geskippt habe, weil ich A sehr lange im Büro war und zweitens nicht gut ernährt war. Also ich jetzt auch energetisch nicht geschafft, das Schwimmtraining noch zu machen. Ja, so ist es halt manchmal, fällt dann halt einfach aus. War jetzt auch okay, ich habe am Sonntag einfach so ein mega geiles Schwimmen gemacht, dass ich mir dachte, ah komm, Techniktraining hin oder her. Aber wir alle wissen ja, man macht ja nur deshalb ein gutes Schwimmen, weil man hier sein Techniktraining macht. Naja, wie dem auch sei, es war einfach nicht drin. Heute Abend steht auf dem Plan, dass ich eine Vorlast laufe, also eine Track-Session. Dafür gehe ich hier auf die Bahn. Und dann geht es morgen schon Richtung Österreich. Ja, freue ich mich. Allerdings, ich habe auch noch nichts gepackt, nichts vorbereitet, nicht mir überlegt, was brauche ich wann, wie, wo, was. Muss auch alles heute noch irgendwie passieren, weil ich morgen auch noch mal dann arbeite, bevor wir losfahren. Also, oh Gott. Puh, beim Schlafmangel möchte ich gar nicht sprechen. Ist auch nicht so optimal für so eine Race-Woche. Aber das, ja, die hat noch so ein paar Challenges diese Woche. Und die größte Challenge ist am Sonntag die Challenge St. Pölten. Und ich habe mir das Wort Challenge habe ich mir einfach direkt in die ganze Woche schon gelegt. Nicht nur für den Sonntag. Ja. Gesamtheitliches Konzept nenne ich das. Also, ich weiß nicht, was ich gedacht habe, was mich jetzt hier in dieser Einheit erwartet. Aber das war gar keine harte Einheit. Irgendwie dachte ich, das wäre jetzt nochmal so eine Vollgasnummer. Man hätte sich auch einfach mal die Pacen vorher angucken können. Da war jetzt viel so Race-Pace-Tempo dabei. Also Race-Pace-Mitteldistanz, was ja auch Sinn macht, weil das mache ich ja am Sonntag. Und 2 Intervalle in hart. Aber eins in 800 und eins in 400. Also voll verträglich. Ich bin trotzdem noch müde und ich hatte trotzdem keinen Bock, auch währenddessen. Und die 2 Kilometer auslaufen beschränken sich jetzt vielleicht auch auf 1 Kilometer. Ja, ich kann es jetzt einfach nicht ändern. Es ist jetzt so, ich will nach Hause. Ich will duschen, ich will essen, ich will meine Füße auf die Couch legen und ich will in einer Stunde ins Bett gehen einfach. Das möchte ich.
wir sind endlich auf dem Weg nach St. Pölten. Also was heißt endlich? Wir fahren schon eine ganze Weile. Stimmung ist super. Ja. Elf Grad Außentemperatur und wir haben gerade schon mal geguckt, der See in St. Pölten, der hat 16 Grad. Freuen wir uns, das ist mega. Haben wir ja auch trainiert. Der Pool im Trainingslager, der hat er auch nicht mehr. Unsere Format wird nicht unterstützt. Ich glaube, es liegt kalt. Wie viel Bock hast du auf den Triathlon im November? Hey, jederzeit, Mann. 10 Grad. 10 Grad im Regen. Da brauche ich, glaube ich, noch eine Mütze unter meinem Helm. Ich habe noch eine dabei. Ja, eine Wollmütze halt für nach dem Duschen und so. Kann ich ja nicht unter meinen Helm ziehen. Ich habe mir überlegt, ob ich noch ein Stirnband mitnehme, aber das war ja klug wär's gewesen. Ich habe auch keine Armlinge und sowas. Ich auch nicht. Jedenfalls packe ich mir eine Jacke ein, aber Bullshit, Alter. Ich auch nicht. Ach so, doch eine Jacke, eine Regenjacke. Regenjacke, ja. Aber da schützt man ja doch hier drunter. Ja, und wer hat Bock auf 14 Schichten in der Wechselzone noch anzuziehen? Ja, voll. Ey, wann Frühling? Geklaut, wann Frühling oder wann Sommer? Also irgendwas anderes wie Winter. Danke. So. Oh, Ich hab schon Sprint hinter mir. Hey, wo der Sprint schon? Ich hab mein Neo vergessen. Wir gehen zum Freibad. Wir wissen nicht, ob das beheizt ist. Und dann stand ich schon an der Bushaltestelle und hab gemerkt, dass mein Neo nicht da ist. Und da musste ich nochmal. Noch 2 Minuten, bis der Bus kam. Und dann musste ich nochmal. Ich hab den Schlüssel hier. Und dann musste ich nochmal zurückrennen. Und dann kam der Bus schon. Oh, jetzt ist mir auch warm. Jetzt ist mir nicht mehr kalt. Ich brauche kein Neo mehr. Leider können wir nicht ins Freibad, weil das ist ein Sommerbad. Und hier ist leider November. Nee, sorry. Müssen wir wieder umdrehen. Also, wir sind jetzt hier im Freibad und schwimmen noch eine kleine Vorlast. Sag mal so, die Frau an der Kasse, die hat einen Schal gestrickt. I like. Oh, love. Oberarme, merke ich. Und ich merke ein bisschen, dass ich ein bisschen zu wenig geschlafen habe und ein bisschen Stress habe. So, habe ich es geschafft. Ich würde ja auch mit dem Triathlon dann hier schwimmen wollen. Ja, doch. Ach, vielleicht wäre es zu warm. Wir sind auf dem Weg zur, wie heißt es eigentlich, Triathlon Expo.
Stadtsackerl-Ausgabe. Stadtsackerl. Wir holen unsere Stadtsackerls. Klar. Wir holen hier keine Stadtbeutel, sondern Stadtsackerl. Ja, also schon, wir sind mega früh dran. Ich glaube, ich habe noch nie freitags meine Unterlagen geholt. Aber hey, völlig neue Erfahrung. Die Messe hat, glaube ich, seit einer Stunde offen. Und jetzt gehen wir da hin, holen die Sachen. Vielleicht jetzt auch noch ganz gechillt. Und dann Check-in machen wir aber trotzdem erst morgen. Geht wahrscheinlich auch erst morgen, oder? Ich bin natürlich wieder maximal nicht informiert. Morgen. Morgen. Naja, also. Also heute Startunterlagen und Startsackerl. Morgen Check-in. Finde ich okay. Und? Geilen Rucksack gab's, ne? Armbändle. Ich glaube, hier die Sachen steigen noch, oder? Oder für was ist das? Naja. So, hier ist Zieleinlauf. Ach krass, guck mal hier, da gehen wir noch mal über. Wie heißt das hier? Eine Rampe. Also, das ist das Ziel hier. Und da muss man nochmal Höhenmeter machen, um ins Ziel zu laufen. Wie finde ich denn das? Naja. Und danach geht es natürlich auch nochmal Höhenmeter runter. Ja. Ja, gut. Und was ist dein Eindruck? Ja, professionell. Tut ja alles für die letzten Watt. Holst du auch noch ein paar Watt raus? Holst du dir auch noch ein paar Watt raus? So, Triathlon Expo erledigt. Stadtsackerl abgeholt. Schick sieht's aus. Das ist Sackerl. Ja. Ja, hier. Mega. Und ja, noch kurz in der Erholungshose gelegen. Und jetzt gucken wir uns noch kurz beim Schwimmstart ein bisschen um. Und die Good News ist, die Sonne ist da. Aber sagt's keinem. Nicht, dass sie schüchtern ist und wieder geht. Ja. Also das hier ist eigentlich der Steg, an dem man sich aufstellt und reinspringt. Aber es hat sehr viel geregnet und der ist jetzt ein bisschen unter Wasser. Hier, der Kollege geht auf dem Wasser. Ist er Jesus? Das ist einer von zwei Seen, in dem man schwimmt. Und man hat zwischendrin einen Landgang. Das ist die Situation hier. Schwimmen, wie viel? 900 im ersten? Nee, da ist 1000 jetzt gesagt. Okay, 1000 im ersten See. Dann hier raus. Über die, wie heißt das hier? Brücke. Nee, das hier, das blaue. Der Steg. Von Steg hier raus. Und dann da über die Brücke. Also das ist jetzt hier der zweite See. Ist übrigens direkt an unserem Campingplatz hier. Das ist mega gut, mega nah. Und nachdem man den Landgang gemacht hat, kann man hier nochmal, also kann man, muss man hier nochmal rein und hier nochmal 900 Meter schwimmen. Und dann ist da hinten der Ausstieg. Ich sag mal so, ich bin gespannt. Wirklich sehr gespannt. Der Weg ist echt nicht so ohne und es geht über so eine Holzbrücke. Das heißt, wenn die nass ist, muss man, glaube ich, schon auch aufpassen, dass man sich nicht noch
Den Oberschenkelhals bricht. Schön ist zum Radfahren hier. Alles eben. Aber auch nur so lange, wie man nicht die Radstrecke, die Originalradstrecke fährt. Ach so. Ja, okay. Musst du auch 30 Minuten und 3x 200 Sprint? 20 Minuten. Ah ja, okay. Ja gut, bei mir ist ein bisschen länger, aber ist egal, oder? Mhm. Oder ich kann dann einfach noch ein Stück weiter. Es ist schon wieder kalt. Es ist schon wieder kalt und es hat geregnet. Also, halbe Stunde laufen. Ist nur eine halbe Stunde laufen, ist gar kein Problem. Meine Gebeine sind nicht ganz so frisch. Sieht's bei dir aus? Ja, ja. Ist direkt nach dem Bett. Oh. Mein Körper ist überhaupt nicht ready. Krass. Ich habe ein richtig schweres Gebilde an mir dran, so. Mein Gott. Ich bin komplett außer Atem von 16 Minuten Laufen. Ah, geil. Oh. Also wir sind jetzt hier am zweiten See. Noch einen kleinen Freiwasserswim. Das sind schon die Bojen aufgebaut für morgen. Und wie geil ist bitte, wie klar ist dieses Wasser? Huch! Ja, okay. Vielleicht auch ein bisschen rutschig. Vielleicht auch ein bisschen rutschig. Ja, aber geil. Huch. Ja. Und noch ein bisschen fresh. Oh ja. Mhm. Oh ja. Mhm. Mhm. Ja. Also schön ist es allemal. Ach, oh, sehr geil. Ja, scheiße, ist das kalt. Oh. Also. Fuck. Die ersten. Oh. Ein paar Meter. Oh, der geht auch so richtig. Der Herzschlag richtig krass hoch. Also es ist echt ein bisschen wie in Italien im Trainingslager im Pool, der einfach nicht beheizt war. Aber es ist wunderschön zu schwimmen. Mega klares Wasser, richtig geil, aber einfach fucking kalt. Mein Gott. Und vor allem jetzt ist ja irgendwie 12 Uhr. Morgen gehen wir um 7:30 da rein. Leck mich am Arsch, ey. Oh. Nee, also puh. Krasse Tasse, auf jeden Fall. Mir ist Mittagessen und Frühstück und alles in einem. So, Reis und Paprika, Gemüse. Wir noch übrig von irgendwann jetzt die Tage. Erster Gang, zweiter Gang Milchreis. Und heute Abend essen wir noch ein Curry. Also auch wieder Reis. Ja.
komme mit Reis ein bisschen besser zurecht wie mit Pasta. Ja. Und hat auch mega viel Energie. Preisisch Leben. Auch. So. Das heißt, ich stelle jetzt wieder um auf 2. Das waren ja die Sprünge, glaube ich, die du gemacht hast. Warte. There she is. Gut, dann hoffen wir mal, dass es einfach so, dass sie sich das merkt bis morgen. Ich habe noch die grandiose Idee, meine neuen Triathlon-Schuhe heute Morgen in Gebrauch zu nehmen. Das ist natürlich ganz toll, weil die haben natürlich noch keine Clips unten dran. Das muss ich jetzt erstmal noch montieren und dann muss ich mal gucken, wie die sich auf dem Rad so verhalten. Wie gut ist der Zeitpunkt gewählt? 2,5 Stunden vor Bike-Check-In. Ja, nee, also Timing kann ich total gut. Gleiches gilt übrigens für meine Schuhe. Da mache ich noch Schnellspanner rein. Das heißt nicht Schnellspanner, Schnellschnürer. Habe ich natürlich auch noch nicht gemacht, mich auch noch nicht gekümmert. Auf den letzten Drücker, Anja. On point. Richtig gut seine Startnummer angeklebt, so dass man sie erstmal zuschneiden muss. Ja, vielleicht hättest du halt an der Sattelspitze machen müssen. Das ja. Hätte besser gepasst. Alle Beutel sind gepackt. Sachen für Schwimmen. 2x Brille, 2x Badekappe, weil kalt, weil falls eine kaputt geht. Fürs Radfahren Helm, Startnummer Schuhe. Eine Wäsche habe ich mir mal noch eingepackt, weil you never know. Handtüchle und ein Gel mache ich vorne in die Box und nehme ich dann noch mit zum Laufen vielleicht, wenn ich dran denke. Und jetzt hier Run, Schuhe, Socken, Brille, 2x Gel, Cap vielleicht, kommt drauf an, überlege ich mir dann. Und der Beutel. Schauen wir mal, ob das alles ist, was ich brauche. Jetzt sind die Babys. Ready for Check-In. Und damit dann morgen früh einfach. Ja. Wir fahren jetzt zum Bike-Check-In. Der hat noch eine Stunde offen. Das erledigen wir jetzt noch. Und dann ist schon eigentlich alles gemacht. Essen halt nochmal wieder, oder? Ja, haben wir doch Hunger, ja. Das Geile ist, dass wir vom Campi zum Event-Dingens-Gedöns hier ganz nah das nur haben. Also wir können da morgen echt innerhalb von, wenn wir gemütlich laufen, naja, vielleicht 15 Minuten hinlaufen, vielleicht auch eher 10. Und jetzt in 3 Minuten sind wir im Rad hingefahren. Das ist echt ganz geil. Aufstiegslinie ist die gelbe Linie morgen. Okay, perfekt. So. Roter Sack ist da drinnen. Ja, brauchen Sie den? Ja, aber nur. Ab dabei. Hey, Startnummer. Ja. Ist hier, okay, perfekt. Danke. Ich bin auf jeden Fall irgendwo am Rand.
Big Day. Generalprobe für mich, Big Day. Für den schwarzen Bär. Wie fühlst du dich? Ja, ganz okay eigentlich. Respekt. Ist gut. Respekt. Den müssen wir immer haben. Okay, cool. Mein Fahrrad ist einfach komplett nass. Von der Feuchtigkeit vom Rasen über Nacht. Naja. Hey, noch ein paar Minuten bis zum Start. 1 minute to go. The race day. Das Wichtigste zuerst. Hier ist die Medaille. Was ein schönes Teil. Mega schwer und mega schön. Ja, war ein strammer Tag gestern. Also bin mega stolz und mega happy. Ich konnte alles testen, was ich wollte. Ich habe meine Radschuhe getestet, meine neuen Laufschuhe, Verpflegung, dann auch nach strikter Wattvorgabe Radfahren und auch ordentliches Pacing beim Laufen. Das hat alles, kann ich überall eine Checkbox setzen, das ist gut. Leider bin ich beim Laufen umgeknickt nach 3,5 Kilometern. Das war nicht cool, einerseits, weil ich, also erstmal hat es mir sehr viel Kraft gekostet, wieder so ins Rennen reinzukommen, so 3,5 Kilometer, bis ich wieder mich sortiert hatte, bis ich den Schock überwunden hatte, bis ich das Adrenalin wieder so verstoffwechselt hatte. Und dann bin ich natürlich so ein bisschen vorsichtiger angelaufen und das war, also für die Pace nicht ganz so geil, aber ist nicht schlimm, weil das größere Learning daraus war eigentlich, dass ich, auch wenn sowas Unvorhergesehenes passiert, dass man sich schon wieder einfinden kann. Es kostet ein bisschen was, nämlich Zeit und Energie. Also war jetzt so gestern. Aber man kann das schon wieder machen. Und vielleicht war das auch auf jeden Fall für was gut. Scheiß auf die Pace, würde ich mal sagen. Die war trotzdem total gut und total fein. Es war nicht das, was ich mir vorgenommen hatte, aber auch damit lebe ich total. Ja. Die Frage ist immer noch, wie kann man 180 Kilometer Radfahren und danach einen Marathon laufen? Also gestern so nach dem Radfahren dachte ich so, jetzt absteigen und sich in die Sonne fläzen mit einem kühlen Getränk wäre schon auch okay. Also das ist einfach die Frage, die bis zuletzt, glaube ich, unbeantwortet bleibt. Aber ansonsten, I'm happy. Ja, Challenge St. Pölten kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mega geiler Wettkampf, geile Radstrecke, wunderschönes Schwimmen in zwei geilen Seen. War kalt, aber egal, war mega, mega, mega toll. Und auch das Laufen auf der Laufstrecke, cool, cooler Kurs, so ein bisschen Stadt, bisschen am Fluss entlang. Also wer eine Mitteldistanz sucht, Challenge St. Pölten, 10 von 10. So, jetzt haben wir hier alles fertig gemacht. Ich bin trockengelegt und geduscht und jetzt fahren wir was essen und dann zurück nach Hause.